Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Lausanne heisst der heutige Gegner von der ZS Alliance und nach der Niederlage gestern auswärts spielt man heute wieder zuhause und da sind wir recht zuversichtlich, denn wir haben 9 Mal in Folge nicht verloren und gegen den Gegner Lausanne haben wir in dieser Saison noch gar nie verloren. Wir sind also gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. 2 Drittel sind gespielt und ZS Alliance sind mit 0:1 im Rückstand. In den 33. Minute hat John Gobis 1:0 für Lausanne können erzielen. Ja, ZS Alliance sind eigentlich die bessere Mannschaft, sie dominieren das Spiel, aber die Defensive von Lausanne, die ist einfach sackstark. Hoffen wir, im letzten Drittel können wir das Spiel noch zu unseren Gunsten kehren. Ja, knapp 7 Minuten sind noch zu spielen im letzten Drittel und der ZSC kann im Powerplay den Ausgleich erzielen. Der Chris Baldisberger kann das 1:1 schiessen. Bleiben nach 3 Drittel, darum ist sie verlängert gegangen, dort ist nichts passiert, dann ist Penaltyschüsse und dort verlieren ZS Alliance mit 2:0. Ein Punkt immerhin gegen Lausanne, im Interview jetzt haben wir den Moritz Draxler gegen Lausanne, verloren nach Penaltyschüsse, hätte man nicht erwartet. Ja gut, ich meine sicher gestern noch die Niederlage von Biel ein bisschen zuerst müssen verdauen und heute will ein gutes Spiel zeigen. Wir wissen, wir haben Lausanne letztes Jahr schon den Playoff gehabt, es sind immer enge Matches gewesen, sie stehen sehr kompakt und wenn sie mal 1:0 in Führung sind, ich glaube, sie sind ein bisschen glücklich oder entgegen dem Spielverlauf in Führung gegangen, dann wird es nachher immer schwierig gegen die. Eben, wir haben das Spiel ja mehrheitlich dominierend, es war offensiv, sie hat wirklich alles gegen Führung probiert, aber defensiv und vor allem auch der Goalie sind einfach bei Lausanne wirklich super gut. Ja, eben, sie stehen sehr kompakt, sie haben eine gute Abstimmung, denke ich, ihre Zone, alles arbeiten, defensiv gut und das ist auch, wieso das Team immer mitspielen kann und in den Playoffs dabei ist. Und, es ist schwierig, einen Weg zu finden. Ich glaube, Geduld und diszipliniert spielen. Und das haben wir heute über weite Strecke gemacht und sind sicher ein bisschen schlecht bei mit dem 1:1 nach 60 Minuten. Gestern hat man gegen Biel verloren, heute gegen Lausanne. Eigentlich 2 Mannschaften, die man mein Gefühl hat, auf dem Papier, die müssen wir schlagen. Aber die machen es nicht nur uns, sondern allen recht schwer in dieser Saison. Ja, es ist so. Wie soll ich sagen? Ja, man merkt, jetzt geht's, ich meine, vor allem die Mannschaften hinaus, die brauchen jetzt alle Punkte, um in die Playoffs zu kommen. Es wird enger, die Spiele sind umkämpfter und defensiv hat man, also in ihrer Defensivzone, für uns offensiv, gibt es immer weniger Platz und darum sind die Resultate immer ein bisschen knapper. Ja. Positiv, sicher war die Woche, gewesen, dass du den Vertrag bei der ZS Alliance unterschrieben hast, respektive verlängert für 2 Jahre, herzliche Gratulation. Was ist der Grund gewesen, warum hast du gesagt, mal, ich möchte in Zürich bleiben? Ja, merci zuerst mal. Nein, mir gefällt es. Ich fühle mich wohl in Zürich, in der Mannschaft. Ich glaube, wir haben ein gutes Team. Letztes Jahr haben wir einen schönen Erfolg, haben den Titel können holen und das gibt sicher noch Lust auf mich. Und, ich fühle mich wohl und darum hat sich, ist schön, dass es jetzt geklappt hat. Es freut uns natürlich sehr. Das Angebot hättest du auch natürlich gehabt für andere Clubs, aber du hast dich für Zürich entschieden. Wenn man sich wohlfühlt an einem Ort, dann gibt es eigentlich nicht viele Gründe, meiner Meinung nach, zum Wechseln. Mir gefällt es und ich bin froh, dass es klappt.